Ich befinde mich gerade auf dem Weg zu einem Lost History Place. Und zwar suche ich nach einem Bunker aus dem Ersten Weltkrieg. Cool. Und damit hallo und herzlich willkommen hier im wunderschönen Seeland zu einem neuen Video aus der Reihe Lost History. Ja, wie schon gesagt, ich befinde mich auf dem Weg zu einem Bunker, der hier noch existieren soll aus dem Ersten Weltkrieg. Ob ich was finde? Tja, das sehen wir jetzt gleich. Aber auf dem Weg dahin erzähle ich euch so ein bisschen was über die Schweiz kurz vor und während dem Ersten Weltkrieg. Wir schreiben das Jahr 1905 und ja, was soll ich sagen? Europa ist ein Pulverfass. Die Franzosen mögen die Deutschen nicht. Die Deutschen sehen das aufblühende Russland als Gefahr. Ja, die Österreich-Ungarn, die sehen wiederum die Serben als böse. Und die Serben haben Probleme mit dem Osmanischen Reich, so grosso modo der heutigen Türkei. Im Jahre 1906 wählt die Schweizer Regierung Theophil Sprecher von Bernegg zum neuen Chef des Generalstabs und beauftragt diesen, eine neue Bedrohungsanalyse für die Schweiz zu erstellen. Der Herr Sprecher, Chef des Generalstabs und seine Mannen kommen in etwa zum Schluss, dass ja von Deutschland wohl kein Angriff auf das Schweizer Territorium zu erwarten sei, außer man provoziere Deutschland natürlich, klar. Bei den Franzosen sah man das aber doch ein bisschen anders. Dort ging man schon davon aus, dass in einem Kriegsfalle gegen Deutschland die Franzosen in die Schweiz einmarschieren könnten, um ja die süddeutsche nicht geschützte Flanke anzugreifen. Die Schlussfolgerungen daraus waren dann eben, ja, dass man beschloss, hier den Schlüsselraum hinter mir Murten zu fortifizieren, was nichts anderes heißt als 100.000 Bunker dahin zu klatschen. Und um dann die Franzosen nicht zu verärgern, beschloss man gleichzeitig, den Raum Hauenstein ebenfalls zu fortifizieren, damit ausgeglichene Gerechtigkeit herrscht. Huch, was ist denn hier los? Hier darf man nicht durch. Betreten verboten. Anstaltsgelände. Ja gut, was ihr natürlich nicht sehen könnt, aber hier hinten befindet sich das Gefängnis Sankt Johannsen. Genau so heißt das. Zurück zum Thema. Inzwischen schreiben wir das Jahr 1907 und ja, alle wichtigen europäischen Staaten inklusive den Neutralen unterschreiben das sogenannte Haager Abkommen, was nichts anderes sagt als, ja, welche Rechte und welche Pflichten ein neutraler Staat zu Kriegszeiten hat. Zu diesen Rechten gehört zum Beispiel das Recht auf Selbstverteidigung, sprich wird man angegriffen, dann darf man natürlich zurückschießen. Zu den Pflichten hingegen gehört es, dass ein neutraler Staat, ja, einer kriegsführenden Partei keine Söldner zur Verfügung stellt. Auch sind sie verpflichtet, die kriegsführenden Parteien gleich zu behandeln, was nichts anderes heißt, also wenn zum Beispiel die Schweiz den damaligen Mittelmächten ein Schießgewehr liefert, dann hätten sie zum Beispiel den Franzosen auch ein Schießgewehr liefern müssen. Neutralität hieß in dem Falle nicht, dass man kriegsführenden Parteien keine Waffen liefern durfte, sondern wenn man den einen lieferte, musste man den anderen halt einfach auch ein Schießgewehr geben. Ziemlich makaber, ne? Weiter durfte man sein eigenes Territorium keiner kriegsführenden Partei zur Verfügung stellen, was im Prinzip heißt, wenn die Deutschen fragen, ja, hallo, dürfen wir mal hier durch die Schweiz, um den Franzosen auf den Deckel zu geben, dann hätte die Schweiz das mit militärischer Macht verhindern müssen. Natürlich genauso umgekehrt, wenn die Franzosen anklopfen, hätten wir das auch verhindern müssen. Ich darf dich gar nicht, Herr. Ja, und jetzt habe ich den Salat, denn der von mir gesuchte Bunker befindet sich da irgendwo und da irgendwo darf ich nicht hin, weil
Betreten verboten ist. Ja, so ist das nun. Oh cool, eine Biberhöhle. Das ist ja nice. Oh, hier noch was Interessantes. Schaut mal her. Hier ist eine Biberautobahn vom Fluss da hinüber zum See. Cool. Das ist ja richtig nice. Hier drüben ist übrigens Naturschutzgebiet. Zwar ein ziemlich kleines, aber immerhin ein feines. Ja, wo war ich denn jetzt stehen geblieben? Genau. In der Zeit zwischen 1908 und 1914 steigerten sich die Spannungen ins Unermessliche. Ja, Krieg lag richtig gehend in der Luft. Wie gesagt, die Franzosen mochten die Deutschen nicht. Die Deutschen kriegten immer mehr Schiss vor den Russen. Die Österreich-Ungarn, die mochten die Serben nicht. Und die Serben, wie gesagt, dann eben das Osmanische Reich nicht. Es bildeten sich auch verschiedene Allianzen. Die einen würde ich jetzt mal als die Alliierten bezeichnen. Wie sie genau hießen, tacker ich euch rein. Ich hab's vergessen aufzuschreiben, was für eine Schande. Und die anderen, das waren die sogenannten Mittelmächte oder Zentralmächte, welche aus Deutschland, Österreich, Ungarn und Italien bestanden. Um 1910 herum hat dann Italien noch eine Neutralitätsklausel mit Frankreich beschlossen, was ungefähr heißt, dass sich die beiden, auch wenn sich die beiden Bündnisse bekriegen, jeweils in Ruhe lassen. Da hat wohl jemand das Fünferli und das Weckli gewollt. Tja, später kam dann das Osmanische Reich noch so ein bisschen mit dazu, denn alle waren sich einig, die Serben, die sind böse und denen muss man aufs Maul hauen. Und die Osmanen sahen das ganz besonders so. Die hatten schon lange Streit mit den Serben. Und so war es dann nicht überraschend, dass am 28. Juni während eines Staatsbesuchs von Franz Ferdinand und seiner Frau ein Attentat auf selbigen verübt wurde, was natürlich den österreichischen Kaiser so überhaupt nicht freute. Und unmittelbar danach hat der österreichische Generalstabschef sowie der Finanzminister nach Mobilmachung geschrien. Und die Presse war sich einig, das bedeutet Krieg, wir müssen mobil machen, die Armee muss das lösen. Am 4. Juli 1914 beschwichtigte das deutsche ausländische Amt hingegen und ermahnte dann die Österreicher zu maßvollem Umgang mit Serbien. Und man solle doch bitte schön keine unverschämten Forderungen jetzt an Serbien stellen. Die könnten nämlich durchaus zu einem Weltkrieg führen. Ja, den Deutschen war klar, wenn das da mal scheppert, dann könnte das ganz, 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 ganz doof rauskommen. Nun gut, die Österreicher wollten davon nichts wissen. Innerlich wollten die wahrscheinlich Krieg. Ja, das deutsche Auswärtige Amt beschwichtigte, so gut es konnte. Jedoch grätschte Kaiser Wilhelm II. Rein und meinte, ich zitiere, den Serben muss man auch, mit den Serben muss aufgeräumt werden, und zwar bald. Am nächsten Tag, den 5. Juli, schwenkte das deutsche Auswärtige Amt ein und somit war auch das deutsche Kaiserreich auf Krieg programmiert. Es kam, wie es kommen musste. Am 7. Juli stellte Österreich dieses unannehmbare Ultimatum an Serbien. Es umfasste so ungefähr, gebt uns ganz, ganz viel Kohle. Wir bekommen bei euch in Serbien Polizeigewalt, wir Österreicher, und wir untersuchen das Attentat selber und so weiter und so weiter. Dieses Ultimatum war für Serbien eigentlich nicht annehmbar. Und so kam es, dass am 23. Juli der französische Oberhäuptling Russland besuchte und man war sich auch dort einig, diese Forderung ging gar nicht von Österreich. Und wir müssen da wohl dann den Serben im Bündnisfall beistehen.
bereits am 28. Juni, nee, stopp, am 25. Juni, Entschuldigung, lehnt ja erwartungsgemäß Serbien das österreichische Ultimatum ab und somit wird am 28. Juli von Österreich der Krieg gegen Serbien erklärt. Und nun überschlagen sich die Ereignisse im wahrsten Sinne des Wortes, denn am 30. Juli befiehlt der russische Zar die Mobilmachung, was am 31. Juli dann auch bekannt gegeben wird. Ja, die Deutschen hatten schon lange Schiss vor den Russen und so kommt es, wie es kommen muss. Am 1. August erklärt Deutschland den Russen den Krieg. Ebenfalls am 1. August veranlasst Frankreich die Mobilmachung der Armee. Am 2. August kommt es zu ersten Grenzverletzungen. Ein deutsches Kontingent überfällt Luxemburg, marschiert in Luxemburg ein und es kommt zu ersten Grenzverletzungen mit Frankreich, wobei jeweils ein deutscher und ein französischer Soldat getötet werden. Es geht weiter Schlag auf Schlag. Am 3. August erklärt Deutschland Frankreich den Krieg und Deutschland marschiert in Belgien ein, um den Franzosen auf die Mütze zu geben. Italien selber macht es relativ geschickt und sagt so gut wie, naja, liebe Österreicher, ihr habt ja den Serben den Krieg erklärt und liebe Deutschen, ihr habt ja den Russen und den Franzosen den Krieg erklärt und somit ist das kein Bündnisfall. Wir, parla italiano, sind neutral. Und so blieb das dann auch bis irgendwann 1915, aber das ein anderes Mal. Ja, und da hockte nun die Schweiz im Herzen Europas und guter Rat war teuer. Bereits am 31. Juli hatte der Schweizerische Bundesrat die Piquet-Stellung der Schweizer Armee befohlen oder angeordnet, wie man das auch immer nennen möchte, was nichts anderes bedeutet, dass sich die Armee darauf vorbereitete, mobil zu machen. Ebenfalls am 3. August trat die Vereinigte Bundesversammlung zusammen und man beratschlagte in Bern, wie man denn auf die aktuelle Situation und die sich überschlagenden Ereignisse reagieren könne. Und es blieb als einzige Option eigentlich nur zum einen, ja, sich auf Krieg vorzubereiten, was nichts anderes bedeutet, als dass die Vereinigte Bundesversammlung einen General namens Ulrich Wille wählte und weiterhin die sofortige Mobilmachung der Armee anordnete. So verabschiedeten sich insgesamt rund 450.000 Mann und 77.000 Pferde von ihren Liebsten, um die Grenze und die Schlüsselräume zu besetzen. Und somit auch im Schlüsselraum Murten. Der Schlüsselraum Murten begann da hinter dem Jean-Limont. Ich glaube, ich blende euch da am besten Croquis ein. An der Saane führte dann dem Murtensee entlang, erstreckte sich über den Mont Vully. Das Plateau bei Gampelen, das seht ihr ungefähr, also wäre da hinten. Und dann hier der Aare entlang bis zum Bieler See. Und dann noch so ein bisschen was da hinten auf dem Twanberg. Insgesamt gab es alleine hier im östlichen Teil des Schlüsselraums Murten, hier das Infanteriewerk, da wo wir nicht hin dürfen. Dann befanden sich hier hinten da 3x4 Artilleriegeschütze und irgendwo so da befanden sich nochmal 4 Artilleriegeschütze. Dann über den ganzen Jolimont, den ihr hier seht, verteilt 9 weitere Infanteriewerke und 2 MG-Bunker mit jeweils 2 MGs. Ich vermute mal, um die Artillerie zu schützen. Dann gab es da hinten in der Nähe des Neuenburger Sees, ungefähr hier, nochmal 2 Bunker mit je einer 8,4 cm Kanone. Dann gab es da ungefähr bei den Bäumen, einfach hinten beim Hügel, noch einen gedeckten Schützengraben, eine sogenannte Gewehrgalerie. Und ja, das war doch einiges. Ziel war es übrigens,
die Franzosen oder die Deutschen daran zu hindern, hier, ihr könnt sie nicht sehen, über die Aare zu gelangen. Stopp, stimmt nicht, über die Ziel zu gelangen. So stimmt's. Die Schweizer Grenzen und die Schlüsselräume blieben dann ja von 1914 bis zum Ende des Ersten Weltkrieges 1918 durchgehend besetzt, was in der Schweiz zu massiven Problemen führte. Das erzähle ich euch aber ein anderes Mal. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, für eure Zeit. Hier könnt ihr gerne den Kanal abonnieren, falls ihr das möchtet. Hier findet ihr die anderen Lost History Videos. Und hier zeige ich euch ein Video, von dem YouTube denkt, dass es euch gefällt. Merci fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.